also Diaso, womit sich über XSL-Transformationen, Clone-Sites und bei Diaso auch ganz andere Websites gestalten lassen. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte heute ein bisschen was über Plone Seaming erzählen. Und ja, was haben wir am Anfang? Wir haben Plone, das kennen wir alle. Und dann kommt der Designer und möchte, dass es so aussieht. Oder ganz anders. Früher war das so, dass man das zusammengestückelt hat und eine Menge Arbeit und Gedanken darin investiert hat, die Dinge halt in die kleinen modularen Template-Teile von Plone zu übergehen. Heute möchte ich mal zeigen, dass es auch anders gehen kann. Wir wollen also die beiden Sachen zusammenbringen. Die Lösung heißt Plone App Seaming bzw. Diaso ist die Technik darunter. Wir haben auf der einen Seite ein statisches Seam, was idealerweise von einer Agentur kommt, HTML, CSS, JavaScript. Auf der anderen Seite haben wir das Content-Management-System Plone und wir haben ein Regelset, was die beiden Dinge zusammenführt. Am Ende bekommen wir dann ein fertig geseamtes CMS. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Wir können uns zum Beispiel die Hauptnavigation mit so einer Anweisung übernehmen und an die Stelle in Seam übernehmen. Das gleiche ist hier mit dem Seiteninhalt mal dargestellt. Das Ganze wird live im Hintergrund gemacht. Das heißt, sobald ich im Plone irgendwas ändere, ist das auch sofort in der Darstellung dann verfügbar. Hier ein Beispiel im Nachrichtenportlet. Etwas umfangreicher wäre dann zum Beispiel auch die komplette Portlet-Spalte zu übernehmen. Wenn man es noch etwas fein granulierter haben möchte, dann kann man zum Beispiel auch solche Anweisungen machen, alle Portlets bis auf die Navigation und durch XPath und CSS3 Selektoren hat man da recht mächtige Möglichkeiten. Hier ist nochmal die Anweisung selber. Wer das noch nicht kennt, hier werden alle Portlets ausgewählt, bis auf das Portlet mit der Style-Sheet-Klasse Portlet Navigation Tree, was halt dann da die Navigation wäre. Hier haben wir mal das Grundgerüst von so einem Ruleset für Diaso. In der ersten Zeile haben wir halt Diaso eingebunden. Die zweite Zeile ist für den CSS-Namespace, um CSS-Anweisungen zu verwenden für die Selektoren. Und die dritte Zeile bindet dann die XSL-Transformationen ein, um halt wirklich auch noch Dinge händisch zu machen, wo die Diaso das noch nicht abdeckt. So kann halt dann, können halt Regelsätze aussehen. Man hat halt verschiedene Bereiche, verschiedene Typen von Regeln und ja, daraus setzt sich halt dann letztendlich das komplette Regelwerk zusammen. Wir haben hier mal ein Beispiel, wie man die statischen Templates, es kann auch mehr als eins geben, oft ist halt eine Startseite anders formatiert als die weiteren Unterseiten. Hier wird halt zum Beispiel die Index-HTML ausgewählt, wenn man auf der Startseite ist. Und das wird halt mit den Conditions hier gemacht. Und wenn man nicht auf der Startseite ist, dann greift halt hier in dem Fall die dritte Regel und dann wird halt die Artikel-HTML-Datei verwendet als Vorlage und hat halt eventuell ein ganz anderes Layout. Die letzte Anweisung schaltet das Seam komplett aus, sofern das BodyTag eine Style-Sheet-Klasse Wallpage hat. Könnte auch beliebig anders heißen. Ja, wie schon erwähnt, ich kann in Diaso
sowohl XPath als auch CSS3 verwenden. Ich würde sagen, XPath ist im Zweifel noch etwas mächtiger als die Möglichkeiten, die ich in CSS3 habe. Ich habe aber bis jetzt nicht sehr viel gefunden, was ich nicht auch mit CSS3 abbilden kann. Der Vorteil da ist, ich fühle mich damit wohler. Es ist kürzer, schlanker, damit auch ein bisschen weniger fehleranfällig. Also, XPath-Anweisungen sind halt doch recht länglich. Im Zweifelsfall kann man aber jederzeit auf XPath zurückfallen und halt Anweisungen auch in XPath abbilden, wenn man in CSS3 das nicht abgebildet bekommt. Hier mal ein Beispiel. Ich habe das jetzt bewusst gekürzt. Ich habe ursprünglich versucht, einen etwas längeren Ausdruck hier reinzukriegen, aber wie schon gesagt, XPath selber ist halt zu lang. Die CSS-Variante hätte reingepasst. Da mal das Gegenstück. Das kommt vor allen Dingen, wenn man das jetzt noch ausweitet, kommt es dann richtig zum Tragen, dass man mit CSS halt an der Stelle doch deutlich kürzere Statements hat. Ja, beides führt zu identischen Ergebnissen. Das liegt einfach daran, dass die CSS3-Selektoren, die man verwendet, auch in XPath einfach umgewandelt werden und man am Ende letztendlich nur XPath verwendet intern. Und von daher ist das eigentlich eine recht gute Konvention. Es gibt zwei Erweiterungen, wenn ich auf Elemente zugreifen kann. Also wenn ich Theme oder Content-Anweisungen verwende mit dem Suffix Children, dann beziehe ich mich halt nicht auf die Elemente, die ich über die Selektoren gefunden habe, sondern auf die Elemente, die halt darin enthalten sind. Das wirkt zum einen sich aus auf das Ersetzen im Theme selber. Ich ersetze also nicht das Element, was ich da adressiere, sondern nur die Inhalte davon. Ich kann zum Beispiel auch eine Liste adressieren, aber die Listenelemente austauschen. Und umgedreht beim Theme ist es halt so, dass ich halt wirklich auch nur die Kindelemente da greife. Wir haben hier mal eine Liste von den gängigen Regeln, die ich da verwenden kann. Theme haben wir schon gesehen. No Theme, Replace, Before, After, Stripe und Merge und Copy. Wir haben die jetzt nochmal im Einzelnen. Theme, wie vorhin schon erwähnt, gibt halt die statischen Template-Dateien an. Das kann an der Stelle hier eine lokale Datei sein. Es kann auch eine Datei sein, die nicht hier lokal liegt, sondern die halt wirklich per HTTP irgendwie angesprochen wird. Also es ist auch möglich, auf einen Theme zu verwenden, was man selber nicht unter seiner Kontrolle hat. NoTheme, wie schon erwähnt, dient dazu halt unter bestimmten Bedingungen einfach das Theme auszuschalten, dass man halt, wenn man komplexere Bedienelemente hat, die man halt nicht umsetzen will, dass man halt da im Notfall noch rankommt. Das ist im Plon auch für mindestens mal die Seite, wo man die Theme-Einstellungen macht, der Fall. Und man kann das halt nutzen. Die häufigste Regel, die man in Yasuo Ruleset verwendet, ist eigentlich Replace. Ich habe hier mal ein Beispiel. Ich greife mir hier die Editbar von Plon. Das sind halt die ganzen Bedienelemente oben und habe hier an der Stelle einen CSS-Selektor verwendet, was man halt an diesem CSS-Doppelpunkt davor erkennen kann. Und ich greife mir die Editbar selber, nicht die Child-Elemente. Unten drunter ist das gleiche nochmal mit Content abgebildet. Nur, dass ich da halt nicht das komplette Content-Tag mehr nehme, sondern nur den Inhalt davon. After und Before verhalten sich ähnlich wie Replace, nur dass sie halt Elemente vor oder nach Elementen einfügen können. In Kombination mit der Children-Erweiterung ist es halt so auch einfach möglich, halt einzelne Portlets sich rauszugreifen und zu sagen, okay, fügt die mal da hintereinander in die Portlet-Spalte ein. Copy wird verwendet, um Attribute zu kopieren. Also ich kann zum Beispiel aus dem
aus dem Content-Management-System, Style-Sheet-Klassen, bestimmte Selektoren, also die halt fürs Markup oder halt auch für Funktionalität, für JavaScript und so weiter verwendet werden, kann ich halt übernehmen und kann die halt ins Theme übertragen. Wenn ich es noch ein bisschen flexibler brauche, wenn jetzt zum Beispiel ich ein statisches Theme bekomme, welches JavaScript enthält schon, also Funktionalitäten, die halt eventuell auch auf Style-Sheet-Klassen beruhen, dann möchte ich eventuell die Dinge von Plon mit den Elementen und den Style-Sheet-Klassen oder IDs im Theme halt vereinen. Und das kann ich halt mit Merge an der Stelle machen. Drop ist auch ganz nützlich. Es kann sowohl im Theme als auch im Content halt sein, dass ich bestimmte Elemente ja, einfach weghaben will. Und wir haben hier mal ein, zwei Anweisungen. Unten ist halt zu sehen, Portal Searchbox. Wir haben dieses Section zum Beispiel und in manchen Themes will ich halt dieses nur in diesem Bereich suchen, will ich nicht haben, weil die Seite ist nicht sehr groß. Nichts einfacher als das, ich schmeiße das damit einfach raus und ich habe es im Theme einfach nicht mehr. So. Stripe ist auch ganz interessant, um zum Beispiel hier bei den Portlets, die haben halt immer so ein Wrapper-Tag noch drum, wenn ich das Markup da ein bisschen aufräumen will, dann kann ich halt auch einfach diesen Wrapper wegschmeißen und habe halt in meinem Theme die einzelnen Portlets, aber den Wrapper halt nicht. Das heißt, der Inhalt von dem adressierten Tag wird erhalten und bleibt erhalten und das Tag selber fliegt halt weg. Es gibt eine feste Ausführreihenfolge für die Yazoo-Regeln. Also es ist halt nicht in der Reihenfolge, wie sie definiert sind in dem Ruleset, sondern im Groben ist es hier aufgeführt, wobei man da bei Detailfragen dann wirklich auch gucken muss, was da wirklich rauskommt. Das ist nicht ganz einfach, weil es zum einen davon abhängt, in welchem Kontext man zum Beispiel Before oder Replace und so weiter verwendet. Hier haben wir halt mal Before halt für Regeln auf Theme angewendet, dann Drop, dann Replace-Regeln auf Theme angewendet, dann Stripe. Dann Regeln halt die Attribute verwenden, wie das Copy und so weiter. Und dann nochmal Before, Replace, After. Allerdings dann mit dieser Children-Erweiterung. Das hat auch logische Konsequenzen, wenn ich halt bestimmte Elemente übernehme und dann sage, ich möchte jetzt das Navigationsportlet mir rüberziehen und möchte es oben drüber legen, dann müssen natürlich die anderen Elemente schon da sein, damit das funktioniert, sonst gibt es halt Kauderwelsch. Noch hier ein Hinweis. Es gibt eine kleine Anweisung, die habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, die heißt Method. Und wenn man da Raw angibt, dann hat man eine Möglichkeit, auch noch ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen. Also wenn ich etwas wegschmeiße mit Drop und ich will einen Teil davon kopieren, dann habe ich manchmal ein Problem, dass das dann schon weg ist. Und wenn ich diese Raw-Erweiterungen an der Stelle verwende, dann sind die beiden Sachen unabhängig voneinander. Das heißt, ich kopiere mir das Original und mit Drop wird halt an der Stelle nur das weggeschmissen, was ich haben will. Ja, dank Plonab Theming ist es jetzt möglich, ein komplettes Theme als ZIP-Datei quasi zu installieren. Ich muss dafür die Plon-Zeit nicht neu starten, also auch nicht die Instanz. Das gibt ganz neue Möglichkeiten auch für Shared Hosting, zum Beispiel, wo man halt eventuell mehrere Plon-Sites in einer Instanz betreiben möchte. Themes austauschen ist heute kein Thema mehr dadurch und jeder Kunde kann sein Theme auch jederzeit aktualisieren. Das können auch die Agenturen selber machen, ohne dass sie jetzt irgendwelche tiefgreifenden Kenntnisse von Plon haben müssen. Das Ganze ist ungefähr so aufgebaut. Wir haben halt die statischen Dateien, die halt jeder halt kennt. Und es gibt weiterhin dann zum Beispiel die Manifest-CFG, da stehen ein paar Metadaten drin, wie heißt das Theme und eine Beschreibung. Und es gibt das Ruleset und da drin sind halt die ganzen Regeln eigentlich definiert. Mehr braucht man nicht. Hier haben wir das nochmal. Ja, wenn ich so ein Theme dann als ZIP-Datei habe, gehe ich halt in Plon einfach rein, sofern Plon-App Theming installiert ist, was wahrscheinlich mehr oder weniger der Standard halt auch sein sollte jetzt, und kann halt unter den Yazoo-Einstellungen an der Stelle einfach das Theme importieren und
ja, kann es aktivieren und damit habe ich dann das Theme aktiv. Es ist ebenfalls möglich, externe Inhalte einzubinden. Extern insofern, dass ich jetzt zum Beispiel die Startseite von Plon habe, die ganzen einzelnen Elemente mir rüberziehe. Ich habe dann die Seite da. Jetzt möchte ich aber in der Portlet-Seite vielleicht die Memberliste, also die Benutzerliste von Plon auch noch mit einbauen. Dann kann ich halt an der Stelle einfach, wie hier gezeigt, mit href die View selber aufrufen, die halt mir in dem Fall den Content bietet. Das ist jetzt nicht der richtige Name hier, aber es ist eigentlich beliebige Teile von Plon halt adressieren an der Stelle und mir aus der View dann ebenfalls noch Teile des Contents rausziehen und die auch noch mit in die Darstellung mit einführen. Man sollte allerdings bedenken, Inhalte, die ich einbinden möchte, müssen natürlich auch dann gerendert werden. Das heißt, wenn ich jetzt drei Seiten und Views im Hintergrund dann aufrufe, das ist natürlich dann entsprechend auch mehr Renderarbeit im Hintergrund. Das sollte man natürlich nicht übertreiben. Das Ganze funktioniert auch für externe Websites und Anwendungen. Hier mal ein Beispiel. Ich habe hier einfach mal in einen Theme das ganze Konferenzprogramm von der Plon-Konferenz hier eingebunden und das Ganze bietet mir halt Möglichkeiten, halt auch andere Systeme nahtlos zu integrieren. Ja. Das Einzige, was ich hier dann jetzt noch an zusätzlicher Arbeit zu dieser einen Regel hier gemacht habe, ist ein bisschen CSS, ja, weil ich das CSS an der Stelle jetzt nicht von der Webseite, von der Plon-Konferenz-Webseite übernommen habe. Aber ich kann das jetzt vollständig stylen. Es ist nicht so, wie jetzt, wenn ich jetzt über ein iFrame mir irgendwelche Sachen ziehe, die sehen halt dann aus, wie sie aussehen. In dem Fall, ich habe den Inhalt so, als wenn der bei mir produziert wird und kann halt den komplett ja, manipulieren und halt auch aussehen lassen, wie er aussehen soll. Das Ganze geht noch ein Stückchen weiter. Das hat, also es ist auch möglich, Dinge einzubinden, die nichts mit Plon zu tun haben. Also es können externe Webseiten sein, es können im Intranet lokal verfügbare Internetanwendungen sein. Also es gibt ja oft bestimmte Anwendungen, Fachanwendungen, die dann auf irgendeine Art und Weise auch eine Webschnittstelle haben. Und ich bin da nicht darauf angewiesen, da irgendeine API anzusteuern, die sich vielleicht häufig ändert oder gar nicht vorhanden ist. Und sobald man also mit dem Browser quasi die Inhalte aufrufen kann, habe ich eigentlich die Möglichkeit, mir die Dinge rüberzuziehen und kann die integrieren. Einzige Bedingung ist, ich kann es natürlich nur einbinden, wenn es verfügbar ist. Das heißt, beide Systeme müssen natürlich da sein, sonst werde ich da einfach mal ein Problem haben. Das heißt, auf der Seite, wo ich das einbinde, kann es zum Beispiel auch zu Verzögerungen, zu Timeouts kommen, wenn das andere System langsamer reagiert oder gar nicht reagiert. Aber im schlimmsten Fall wird der Inhalt einfach dann nicht eingebunden und die Seite ist halt da und ich kann es halt nur nicht nutzen. Ich habe hier mal ein Beispiel, Spiegel und Zeit.de das Ganze auch nur eingebunden, wenn der Pfad oben Presse ist. Und das Ganze kann dann so aussehen. Ich habe die einfach mal in der Tabelle nebeneinander gelegt und auch nur rudimentär das CSS dann ein bisschen angepasst. Wir können das Ganze nochmal im Browser zeigen, da sieht man es ein bisschen besser. Also hier an der Stelle. Ja. Das Plon, dann hier ein Theme, wo die Inhalte quasi aus dem Plon drin sind. In dem Fall ist das jetzt die Nachrichtenseite. Hier haben wir mal das eingebundene Programm, ja, komplett mit allen Funktionalitäten. An der Stelle sind jetzt die
Links teilweise nicht umgebrochen. Man kann aber auch pauschal die Links umschreiben, entweder direkt mit XSL-Anweisungen oder alternativ besteht auch die Möglichkeit, wenn man einen Webserver wie Nginx oder sowas davor hat, dass man da halt URL-Umschreibungen an der Stelle macht. Ja, hier habe ich mal die beiden Originalseiten, Spiegel und Zeit. Und hier haben wir den Content direkt reingerendert. Und wenn man Internet hat und die Seite sich verändert, haben wir das hier richtig drin. Das Aufbauen dauert hier ein bisschen länger. Also wenn man jetzt hier einen Reload macht, die beiden Seiten müssen natürlich reagieren, müssen ihren Inhalt zurückliefern. Und wir haben das dann hier drin. Ich kann hier nochmal zeigen, das sind eigentlich die drei Anweisungen, wie sie in dem Ruleset drin stehen und die halt dazu führen, dass die Inhalte da übernommen werden. Man kann, wie gesagt, weitere Anweisungen drin haben. Das Ganze ist, was sind das an Zeilen? Das ist auch ein bisschen Kauderwelsch drin, aber es sind keine 100 Zeilen jetzt in der ganzen Datei. Und das Pi mal Daumen reicht das 100, 150 Zeilen oder so. Man hat eigentlich das komplette Content-Management-System halbwegs abgebildet. Also das geht auch inklusive der Editier-Elemente. Da ist es dann eher die Schwierigkeit, dass man die CSS-Sachen entsprechend nur die übernimmt, die man halt haben möchte. Also ich habe halt das Problem, zurzeit ist es noch so, dass die Public CSS von Plon Dinge enthält, die ich haben möchte und Dinge enthält, die ich nicht haben möchte, die mit dem Layout zu tun haben. Ja, ich habe in meinem Theme Layout-Vorgaben und die sind vollständig. Wenn ich jetzt von Plon irgendwelche Abstände oder irgendwelche Sachen reinkriege, dann macht mein Design halt wieder die Grätsche. Deswegen ist es zurzeit noch ein bisschen Arbeit, da so ein paar Sachen rauszuschmeißen, die Sachen zu übernehmen und dann an der Stelle dann auch die Editierelemente, die Auflistung, Folder-Content und so weiter an der Stelle sauber aussehen zu lassen. Aber das ist vertretbarer Aufwand. Da gibt es aber auch Bestrebungen auf der einen Seite über CMS-UI, das heißt, man in Plon sich die Sachen ändern, dass diese Editierelemente komplett aus dem Theme rauswandern, dass man da gar nicht mehr die Notwendigkeit hat, diese CSS-Sachen überhaupt irgendwie mit dem Theme zu verheiraten, beziehungsweise nur die Sachen halt einfach einzubinden und dann ist da gar keine Arbeit mehr notwendig. Ein kurzer Schritt, den man jetzt machen kann, ist halt einfach zu sagen, okay, dieses Separieren von den Anweisungen, die sind ganz gut gruppiert in der Public CSS, dass man das halt einmal macht, halt als Branch liegen hat und dann für seine ganzen Sachen verwendet. Das Schöne an der Stelle noch als Hinweis, wenn ich dieses Ruleset und auch diese CSS-Dateien einmal habe, dann kann ich damit eigentlich beliebig viele Designs umsetzen mit fast keinem Aufwand. Also das kommt ein bisschen drauf an. Man sollte an der Stelle halt rangehen und demjenigen, der die statischen Geschichten umsetzt, halt ein paar Vorgaben geben. Das heißt, die Bezeichner sollten optimalerweise denen von Plon ein bisschen angeglichen werden. Das ist dem Designer letztendlich auch egal, ob die Navigation nur Portlet Navigation Tree als Klasse hat oder Navi oder Menü oder sonst was. Es würde auch funktionieren, also wenn man jetzt zu einem späteren Zeitpunkt dazukommt, ja, jetzt hat der Kunde seinen Designer schon in die Spur geschickt und ist fertig, dann kann ich das auch machen. Aber das bedeutet, dass ich diese ganzen Selektoren für die Navigation und so weiter, ich muss die halt anpassen. Und das möchte ich nicht unbedingt immer. Also warum sich die Arbeit machen, wenn man jetzt an der Stelle halt einfach auch durch Konvention sich ein bisschen Arbeit sparen kann. Also dann kann es halt wirklich sein, dass man innerhalb von was weiß ich, eine halbe Stunde, Stunde oder sowas die grobe Arbeit erledigt hat. Also das ist dann wirklich nur noch Detailarbeit in Form von Layout-Geschichten, die dann da vielleicht mit den
Plon-Editierelementen oder sowas und dem Theme zusammenspielen müssen. Aber wenn man da vernünftige Grundlagen verwendet, wie CSS-Frameworks, Compass und Co., dann hat man da echt auch Spaß mit. Also das reduziert sich dann. Ja, das war es eigentlich schon. Wenn Fragen sind, gerne. Keine Fragen? Also, was genau Merge macht, da habe ich nicht verstanden, was genau Merge macht. Merge macht eigentlich das gleiche wie Copy. Ja? Bei Copy ist es ja so, ich benutze Copy, um Attribute, also Style-Sheet-Klassen oder Style-Sheet-Klassen oder die IDs oder irgendwelche anderen Attribute von dem HTML-Tag zu kopieren. Und Merge würde halt an der Stelle nicht nur die Sachen rüber kopieren, sondern auch die Sachen im Theme erhalten. Also wenn im Theme schon eine Klasse da ist, die heißt Navigation oder irgendein Kennzeichner für JavaScript und so weiter, dann darf ich das da nicht rausnehmen. Ich möchte aber trotzdem die von Plon rüber haben, damit die Plon Style Sheets oder die Plon Funktionalität JavaScript und so weiter auch noch funktioniert. Das heißt, ich möchte beides. Und ich habe halt quasi die Style Sheet Klassen von hier und die Style Sheet Klassen von da in einem Tag dann drin. Also es vereint einfach nur. Copy würde das überschreiben an der Stelle. Also das dann überschreibt Plon oder? Also überschreibt Plon oder? Also nein, ich hab ja Style-Sheet-Klassen als zum Beispiel und wenn ich die Style-Sheet-Klasse erhalten möchte, dann habe ich ja das Problem, wenn ich mit Copy arbeite, dann wäre halt danach die Style-Sheet-Klasse nicht mehr da. Also die im Theme steht. Wenn im Theme steht Menü 1 und ich will aber eine Style-Sheet-Klasse mir von Plon rüberziehen, zum Beispiel Portlet Navigation Tree, dann würde der die rüber kopieren, würde die einsetzen als Klasse, aber dann steht nur noch die von Plon drin. Ja, und Merge macht halt, nimmt die und die vom Theme und dann stehen beide drin. Ah, okay. So. Und okay. Deswegen funktionieren beide Seiten dann auch vernünftig. Genau. Alles klar. Kannst du kurz auf den Applikationsstack eingehen? So, was ist Diaso eigentlich? Ist das ein Service, der läuft? Und was macht die Komponente Plon App Scene? Das ist eine gute Frage. Diaso selber kann ich auf zwei Arten verwenden. Einmal als eigenen Prozess, als eigene Whisky-Applikation, die halt auch unabhängig von Plon laufen kann. Oder ich mache es mir einfach, wenn ich jetzt Plon habe und in dem Fall jetzt Plon Theming abbilden will, dann brauche ich mir keine eigenen Server und so weiter aufsetzen, sondern ich pappe einfach mein Plon App Theming, was ich installiere. Das integriert mir das Diaso direkt in das Plon rein und bietet mir gleichzeitig halt diese Oberfläche, wo ich dann die ZIP-Dateien hochladen kann. Das ist Plon App Theming. Wenn ich Plon App Theming nicht verwende, dann habe ich diese Möglichkeit nicht, selber als Nutzer diese Dinger da auszutauschen, sondern dann liegt das halt irgendwo auf dem Server und dann kann ein Entwickler da ran und kann da Dinge machen. Was die ideale Lösung ist, das hängt ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Also ich kann halt, wenn ich viele verschiedene Systeme habe, die zum Beispiel auf dem Server laufen und ich möchte die integrieren wie einen Online-Shop parallel mit Plon und vielleicht noch einem Track als Ticketsystem oder sowas dazu, dann würde ich wahrscheinlich eher die Variante als eigenen Whisky-Prozess an der Stelle gehen, weil man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, noch einzugreifen. Für Standardsachen Plon Theming ist halt diese Erweiterung Plon App Theming völlig ausreichend. Wie sieht dein Entwicklungssetup aus? Also verwendest du einen Whisky-Prozess zum Testen, ob die Rules stimmen, oder machst du ein Development Egg oder anders gesagt, ich nehme mal nicht an, dass du jedes Mal einen ZIP machst. Nee. Das rauflädst und. Also, das kommt ein bisschen darauf an, also wie das Ziel-Setup auch aussieht. Also, zum Entwickeln selber bringt
dieser Whisky-Weg ein bisschen mehr, weil ich ganz einfach auch mir das XSL-Zeugs angucken kann, was da rausgerendert wird und so weiter. Das habe ich so bei Plonab Seaming jetzt nicht ganz so transparent. Man kann auch einfach arbeiten, indem man Plon nimmt, Plonab Seaming einbauen. Die Traces, die da rauskommen, die sind eigentlich, wenn ich jetzt Plon im Vordergrund gestartet habe mit dem Debug-Modus, die sind eigentlich recht aussagekräftig. Von daher, das funktioniert schon. Wenn man allerdings ein bisschen mehr über die Interna verstehen will oder wenn da mal wirklich so knifflige Elemente kommen, wo man halt mehrere Transformationen halt machen will on the fly, dann ist es, glaube ich, sinnvoller, sich das XSL dann wirklich anzugucken an der Stelle, wenn es halt hakt, weil man dann halt einfach sieht, was wirklich passiert. Vom Setup her, wenn ich ein Zielsystem habe, was ich sowieso komplett als Entwickler betreue, also ein eigenes Zielsystem, eine VM oder eine kleine Box, wo ich halt einen Zugang habe, dann kann es sinnvoll sein, einfach ein installierbares Eck zu nehmen, was ja auch noch andere Dinge machen kann, wie irgendwelche Views bereitstellen, die dann Informationen anbieten, die ich dann in das Team über die Aufrufe halt, wie ich vorhin gezeigt habe, mit der Custom View oder sowas. Das kann eine ganz kleine View sein, die bestimmte Elemente halt rauszieht, aber die kriege ich natürlich nur rein, wenn ich halt ein wirklich installierbares Eck habe. Nachteil von dem installierbaren Eck auf der anderen Seite, wenn ich halt jetzt so einen Shared-Hosting-Ansatz für kleinere Geschichten halt habe, ich will da keine kundenspezifischen Produkte da installieren müssen, die Instanz neu starten müssen und dann noch das Risiko eingehen, dass da irgendwas verdrahtet wird, was die anderen Seiten betrifft. Also ich habe schon Plon-Themes installiert, die dann dazu geführt haben, dass alle anderen Plons, die parallel auch liefen, auch eine zweite Personal-Bar hatten oder sowas. Das gibt's. Und das Risiko hat man bei dem reinen ZIP-Ansatz nicht. Also man muss ein bisschen unterscheiden, wo man da hin will. Als Entwickler, klar, habe ich immer erstmal ein Eck. Ich kann das immer noch rausnehmen, diesen Ordner, und kann den in den ZIP-File packen und kann den dann irgendwo online drauflegen und zur Verfügung stellen. Oder halt einfach dem Kunden schicken dann. Ja, man will natürlich sowas wie Subversion oder Mercurial und so weiter halt verwenden, um halt seinen Code halt auch zu pflegen. Also ich kopiere natürlich nicht ZIP-Dateien und schicke die per E-Mail weg. Das ist dann vielleicht die letzte Meile. Gibt es die Möglichkeit, mit Plonab Theming auch mehr oder minder die Rules live zu editieren? Also, dass man eine Textbox hat, wo die XML-Rules drin stehen, wo man dann sagt, man probiert aus, haut in einem anderen Browserfenster auf Aktualisieren und man sieht dann, ob es funktioniert, oder geht es momentan nur über das ZIP-File? Nee, also wenn ich jetzt hier die Entwicklungsumgebung habe, das ist hier auch der Fall, ja, ich habe hier quasi mein Rule-Set, parallel läuft einfach ZOP im Vordergrund, ja, einfach mit Instance FG gestartet. Und sobald ich eine Änderung in dem Ruleset mache und Reload mache, ist die Änderung sofort drin. Also. Okay, das ja, aber geht es auch über die Oberfläche? Also beispielsweise Shared Hosting. Du hast einen ambitionierten, jemand, der das ambitioniert einfach machen möchte. Und jetzt sage ich mal die bösen PHP. Da hast du halt teilweise die Möglichkeit, dass du sagst, du änderst, haust auf F5 und siehst gleich, ob es geht, ohne. Und es ist so ein, ja, nicht für den Entwickler, der das häufiger macht, aber für den, der das halt für die Projektwebsite jetzt gerade mal machen muss, weil die böse IT aus der Firma das vorgibt, wäre das halt durchaus eine sehr elegante und brauchbare Lösung. Gegenfrage, will ich das? Weil ich möchte nicht probieren auf dem Zielsystem, also wenn ich die Regel falsch definiere, dann ist da mal gar nichts zu sehen. Das heißt, die Benutzer, die auf dem Server dann drauf sind, die sehen dann auch nichts oder die sehen halt einen Trace. Ich habe auf dem Server das Ding natürlich nicht im Debug-Modus laufen, sondern da läuft er im Produktionsmodus. Das heißt, ich kann selbst da, wenn ich im Filesystem auf dem Server arbeiten würde, selbst da würde es nicht gehen, weil ich die Instanz einfach nicht im Debug-Modus laufen habe. Also der beste Weg ist meiner Meinung nach an der Stelle, Plon zu installieren, kann jeder. Also es ist einfach. Ich arbeite lokal, probiere da einfach an der Stelle das aus. Ich kann ja, wie gesagt, relativ schnell ZIP-File hoch, also flexibel ist es, auf dem Server direkt arbeiten live, nee. Also ja gut, geht meiner Meinung nach nicht und würde ich auch nicht wirklich unterstützen. Also, gut, man würde es dem
demjenigen ersparen, dass er das ZIP-File hochladen muss, sondern dass es eben in einem Textfeld auf der Plone-Oberfläche eintippen kann? Das macht einfach keinen Sinn. Also ich würde es nicht wollen, dass das irgendjemand so macht, weil wer das wirklich macht an der Stelle, ich meine, der riskiert ja mit jedem Mal Speichern, dass die Seite wegfliegt. Also das ist testen, ich würde es einfach analog testen. Ich kann ja alles machen von lokal. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass auf irgendein Environment, was ich auf dem Server habe oder so, sondern ich muss ja nur irgendwas Web-Adressierbares haben und ich kann mein komplettes Ruleset ja testen. Und ich würde es immer lokal testen und am besten halt natürlich sinnvollerweise auch versioniert die ganze Geschichte machen. Und das kann ich auf dem Server einfach nicht machen. Okay. Also Hintergrund ist auch, dass im Normalfall die YASO ein Precompiling macht im Produktivbetrieb und dadurch also nicht jedes Mal bei jedem Request nochmal die XSL-Transformation berechnet werden zunächst mal, sondern im Produktivbetrieb ist das einfach vorkompiliert, ja. Damit das Ganze effektiv ist. Also man kriegt es auch deutlich mitten in der Entwicklung, wenn man viele Regeln hat, wird die YASO auch langsam, wenn die immer wieder neu berechnet werden müssen. Also das ist auch noch mit ein Hintergrund, warum es im Produktivbetrieb nicht wirklich sinnvoll ist. Ja, also es gibt ja parallel zu Diaso auch noch eine andere Technologie, die heißt Deliverance. Die macht im Groben das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass Diaso quasi am Ende nur noch diese XSL-Transformationen letztendlich rausfallen lässt. Und die liegen dann halt einfach fertig da. Die werden nicht jedes Mal generiert, wie gerade gesagt, sondern ich könnte rein theoretisch einen Nginx nehmen und diese XSL-Sachen direkt ausführen lassen von dem. Das würde auch funktionieren. Und bei Deliverance wird halt ein bisschen mehr noch, also ich kann da Python-Code ausführen bei Deliverance. Das bedeutet aber auch, dass da die XSL-Sachen und so weiter nicht komplett schon fertig liegen, sondern die werden halt teilweise on the fly dann generiert, was nicht ganz so schnell ist wie der Diaso-Weg. Also Diaso ist da wirklich auch performance-optimiert. Sofern man, wie gesagt, es nicht im Debug-Modus laufen lässt. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich bei Mike. Vielen Dank.